Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 8. November. Sieh der Wahrheit ins Auge. Der Bibelvers für heute steht in 2. Korinther 13, Vers 5. Ich aber sage euch, fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht, und prüft euch. Erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt. Niemand kann ein Problem loswerden, wenn er zugibt, dass er eines hat. Ein Alkoholiker, Drogenabhängiger oder jeder, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, ist so lange zum Leiden verurteilt, bis er sagen kann, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Manchmal sind unsere Probleme dadurch entstanden, dass etwas gegen unseren Willen geschehen ist. Aber es liegt in unserer Hand, ob das Problem fortbesteht, wächst oder sogar unser Leben bestimmt. Unsere früheren Erfahrungen haben aus uns das gemacht, was wir jetzt sind. Aber wir müssen nicht so bleiben. Wir können die Initiative ergreifen und positive Schritte der Veränderung gehen. Der Heilige Geist will uns dabei helfen. Was auch immer du für ein Problem hast, du musst dich der Wahrheit stellen und deinen Teil der Verantwortung übernehmen. Die Bibel sagt, wir sollen uns selbst prüfen. Das mag abschreckend klingen, aber Jesus Christus lebt in dir und er kann dir durch alle früheren Probleme hindurchhelfen. Sieh der Wahrheit ins Auge. Das kann der Anfang eines glücklicheren Lebens sein. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Heiliger Geist, ich will meine Probleme nicht leugnen oder in Angst davor leben. Ich werde mich selbst prüfen und diesen Problemen auf den Grund gehen. Ich weiß, dass du mir helfen kannst, sie zu verarbeiten und ein glücklicheres Leben zu führen. Amen. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei dir ist und dich durch den Tag leitet. Wenn du gerne mehr Tipps für deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell dir doch kostenlos mein Magazin unter joyce-meyer.de/magazin. Hab einen gesegneten Tag.